Es gibt nichts Neues, außer dem, was vergessen ist. Die Orion-Verschwörung. Hallo Herr Premierminister, Herr Verteidigungsminister, General, erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin François Rousseau. Ich leite eine informative Untersuchungsgruppe, die nicht in Ihren Organisationsplan spricht. Der Präsident dachte, es ist exklusiv, dringlich und hilfreich, dass ich einiges aufdecke, über eine ganze Reihe Themen. Ihr als Initiierte denkt, dass ihr meine Informanten seid, so wie die meisten Leute. Erlaubt mir, es anzuzweifeln. Selbst in diesem Moment passieren Dinge, die genug schlimm sind, dass die Informationen und Dokumente, die ich für euch vorgesehen habe, verbreitet werden. Also eine unübertroffene Manipulationsoperation auf globaler Ebene ist in der Aufbauphase. Das ist das endgültige Thema meiner Intervention. Was unsere Epoche betrifft, alles begann in der Tat kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Hitler hat ein gewisses Tabu gebrochen, wie zum Beispiel zurückzugreifen auf den Okkultismus und die Geheimgesellschaften. Zum Beispiel eine Nazi-Organisation unterzeichnete unter anderem eine archäologische und anthropologische Untersuchung und haben das gefunden während einer Expedition in Afghanistan. Dieses fliegende Objekt wird von den Hindus Vimana oder Astra genannt. Unter anderem während einer unterirdischen Exploration 1927 durch die Russen und Chinesen. Man fand Spuren von sehr alten unterirdischen Atomexplosionen, dabei auch einige Sedimentschichten, die vor etwa 50.000 Jahren automatisch verglast wurden. Man kann sagen, dieses Phänomen ist dasselbe rund um die aktuellen atomaren Testgebiete. Ihr müsst verstehen, Hitler, der diese Entdeckung sehr ernst nahm, wettete, dass dies eine Dose der Pandora öffnen würde, welche kein Staat, weder Freund oder Feind, je anschließend wieder verschließen möchte. Diese tragische Geschichte, die wir alle kennen, basiert auf der Existenz der vier Monde, verbunden mit den vier geologischen Zyklen. Nach Obiquet lässt dies daran denken, dass die Erde vier Erweiterungen unterzogen wurde. Der Absturz eines dieser vier Monde forderte das Leben der halben Erde. Durch das Ankommen dieses Satelliten wurde die Gravitation effektiv Schritt für Schritt verändert und erzeugte sehr ausgeprägte genetische Mutationen. Das heißt, er kreierte eine extrem intelligente Riesenrasse in einer Größe von etwa 3 bis 4 Meter. Einige tausend Jahre später stürzte dieser Mond ab. Die Auswirkungen lösten einen sehr deutlichen Anstieg der Meere aus und einen globalen typischen nuklearen Winter. Diese Riesenratte ist verschwunden aufgrund der zu starken Erdgravitation und deren Kampfunfähigkeit, hervorgerufen durch ihre außergewöhnlichen Größe. Hitler wurde in diese Lehren eingeführt und nahm Kontakt mit Tibet auf, vor allem sehr oft und regulär im Sommer. Die Nazis suchten Kontakt mit den Überlebenden der betreffenden alten Zivilisation und zur alten Technologie dieser Zivilisation, wie die vorhin beschriebene Vimana. Eine dieser Zivilisationen baute etwa 600 Pyramiden aus Stein und Erde rund um den ganzen Planeten, siehe auch Eisen. Diese Pyramiden sind fast alle gleich orientiert, nach Proportion und Ort. Und zwar auf magnetischen Knoten, mit Erdstößen. Die älteren davon sind in Asien. Zwei von ihnen sind untergegangen. Im Süden Japans, in Okinawa, eine andere im Süden Kubas. Diese zwei wurden vor etwa 12.000 Jahren gebaut. Ich fing mit diesen archäologischen Erinnerungen an. Diese Zivilisation ist die vierte des vorher beschriebenen Jahrhunderts. Ich weiß, dies könnte unseren Hochmut verletzen. Doch wir sind weder die erste noch die letzte Zivilisation. Versteht, dass diese Studie und das Verständnis einiger Prototypen absolut oberste Priorität waren, um die Dominierung des Himmels zu sichern.
Also während die Alliierten auf die Fabrikation des Atoms und die Fabrikation der ersten Atombombe pochten. Diese geheime Basis brachte alle überwachten Untersuchungen der Nazis unter. In einer dieser Basen arbeitete Viktor Schauberger, der Vater der Nazi-UFOs. Schauberger dirigierte die Vrill-Einheit dieser Antigravitationsuntersuchung. Er starb 1958 in Texas. Er arbeitete also zum Schutz der USA an der Verbesserung der eigenen Raumschiffe der Amerikaner. Ihr werdet sehr schnell verstehen, dass 70% dieser unerklärlichen Luftphänomene von Menschen geschaffen wurden und nicht von Außerirdischen. Da der Zweite Weltkrieg zu Ende war und die Technologie der Nazis mit den Amerikanern und Russen übereinstimmte, sind die weiterhin abgeschlossene Nazi-Forschung in größter Geheimhaltung zu sehen. Das Projekt Rainbow, vor allem bekannt durch das Philadelphia-Projekt, hatte man sofort vorgesehen. Der Wissenschaftler Newman, der mit Albert Einstein und Nikola Tesla im Namen der Navy zusammenarbeitete, hat es erreicht, dass das alte Kriegsschiff USS Eldridge zu teleportieren. Die Fotos, geliefert durch Maurice Quiches vor seinem suspekten Tod, sind äußerst rare Zeugen dieser einzigartigen Erfahrung dieser Art. Gleichzeitig blieben die ersten Versuche des Prototypen der indogermanischen Technologie nicht unbemerkt. Die Militärs mussten eine unwirksame Parade finden, um es geheim zu halten. Das war ungefähr dieselbe Periode, als Kenneth Arnold, Pilot der US-Luftwaffe und CIA-Agent, die größte Manipulationsoperation der Existenz der UFOs landete. Um dem Volk glauben zu machen, dass dies nicht existiert hatten sie nicht die richtige Lösung und es reichte nicht aus, die Menschen systematisch zu erschrecken und zu diskreditieren, war viel effektiver. Paramenschliche UFOs erschienen ab sofort in den Kinos, im Fernsehen und die kollektive Paranoia war nicht wissenschaftlich, was ja der Fall sein sollte. Der amerikanische Geheimdienst fand im Mai 1947 die Existenz eines alten irdischen UFOs heraus, welches am Montana-Altär an der Grenze der russischen Mongolei abgestürzt war und die Russen es geheim hielten. Ab diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Spannungen zwischen den beiden Blöcken Amerika und Russland. Der Fund war sehr bedeutend und um nicht die Unterstützung des Pentagons oder des CIA zu verlieren, entschied man sich einen großen Bluff zu inszenieren. Sie ließen die Russen und die ganze Welt glauben, dass sie im Juli 1947 auch ein UFO in Roswell fanden. Wohlgemerkt, da war absolut nichts. Doch der Bluff hat sehr gut funktioniert. Im Februar 1949, direkt nach der falschen Roswell-Affäre, wurde ein UFO in der Antarktis fotografiert und gefilmt. Das ist das erste Foto dieses Objekttypes in Form einer Zigarre. Die anderen Sichtungen gelangen durch eine zyklische Welle. Im selben Moment wurde ihr Plan durchkreuzt und Apollo programmiert, unter der Leitung von Wernher von Braun. Aber dies zählte nicht unbedingt zur Existenz des Paranormalen, doch eine gewisse Apollo-Mission war wichtig. Dies ist die letzte bekannte Erkennung über das psychische und telepathische Erforschen. Und das fanden sie heraus, indem Zytronenteilchen transmutierten durch die Yogis zur Apollo-Kapsel. Aber diese Tests wurden alle überschattet durch das systematische Auftauchen der nicht identifizierten Flugobjekte rund um den Orbitalflug und die Entdeckung der Spuren der Zivilisation auf dem Mond. Die NASA hat eine Lawine von peinlichen Beweisen konfrontiert. Die einzige Lösung war, alles als geheime Verteidigung zu deklarieren. 1961 platzierte Jason einen speziellen Service zur Retuschierung von Bildern. Ziel war es, alle Spuren der Zivilisation und Ruinen auf dem Mond verschwinden zu lassen. Und selbstverständlich die Bilder, die an die Presse und die Öffentlichkeit gehen sollten. Also im Juni 1965 tauchte das auf. Auf ein Satellitenbild in der Gegend über Argentinien.
Die Russen haben versucht, es für immer verschwinden zu lassen. Trotz der Gewalt und der Konfrontation wurde das Objekt letztendlich auf die Basis Edwards in Kalifornien gebracht. Und 10 Jahre später machte das erste durch Antigravitation betriebene Magneto-Hydrodynamische Flugobjekt, MHD, seinen ersten Flugversuch in der Wüste, in der Umgebung der Basis Edwards. Und nicht wenige solcher Prototypen tauchten auf. Dieselben Leute hatten eine kleine Übersicht, sozusagen, auf der Goldwelle der sogenannten UFOs 1989 bis 1990. Die kriminellen Modelle waren ein Astra TR-3B und ein XR-7 in dreieckiger Form. Diese sind fähig, ganz leise zu fliegen. Leiser als die Mach 10. Und nun werden wir über eine konkrete Anwendung einer dieser Technologien sprechen. Den Bomber B-2. Seine Entwicklung begann 1981. Die offizielle B-2, die zum ersten Mal 1989 flog, dient der Verschleierung einer anderen, nicht konventionellen B-2, die parallel konstruiert wurde. Dieses Modell, ultrageheim benutzt, dient unter anderem ein System zur Herstellung von Plasma, welches eine angenehme Temperatur verbreitet wie der Generator MHD. Dieses System erzeugt eine Ionisation der Luft um die B2 herum, welche den Widerstand der Luft eliminiert, um sicher zu sein, dass keine Form von Radar es entdecken kann. Dieser Atombomber fliegt seit 15 Jahren, schneller als die Mach 10, welche in wenigen Stunden um die Erde fliegt, und zwar ungesehen und unerkannt. Natürlich generierten diese militärischen Forschungen nicht gerade wenig kommerziellen Profit. Die letzten 10 Jahre sah man ungefähr 10 nicht verbreitete Waffen wie die E-Bombe auftauchen oder elektromagnetische Bomben und auch Mikrowellenwaffen und natürlich sehr starke Laser des Department der amerikanischen Verteidigung verfügte. Durch die Multinationalen enorm viel Geld in ein experimentelles Programm namens HARP zu investieren. Oder High Frequency Active Aurora Research Program. Offiziell macht die Basis in Alaska Untersuchung der Ionosphäre. In Wahrheit sind die wirklichen Möglichkeiten dieser Installation enorme klimatische Manipulation, Entdeckung tiefer unterirdischer Basen oder Lagerstätten, lautlose Zerstörung auf Distanz von irgendwelchen Objekten und vor allem die Manipulation der menschlichen Verhaltensweise. Aber 1996 entdeckte ein russischer Satellit in der Antarktis die Überreste eines fast intakten Raumschiffes, welches durch die schmelzenden Eisschichten zum Vorschein kam. Die Untersuchungen der Eisproben ergaben einen Zeitraum des Absturzes von etwa vor 24.000 Jahren. Im selben Moment des Vulkanausbruches auf den Inseln, dieselben, welche kürzlich schon die Russen nach amerikanischer Hilfe fragten, in Hinblick auf die Wichtigkeit der Situation. Für die Zurückerhaltung des Raumschiffes mussten sie die Affäre fallen lassen und die Katastrophenzone evakuieren. Die Maschine wurde letztendlich durch die Russen zerstört. Sehr genervt durch die Situation, die nicht zu ihrem Vorteil war. Kein Land hat je wieder so eine Gelegenheit. Und diese Aktion der dummen Verlierer, außer den Russen, verstärkte nur die Position der Amerikaner gegenüber der Außerirdischen. Wenn euch dieser Vortrag lang erschien, trotz meiner Bemühungen der Vereinfachung, es war leider absolut nötig, um in diesen Teil zu gelangen, von dem ich am Anfang meines Vortrages sprach. Das heißt, die Verschwörung, welche wir die Orion-Verschwörung nennen. Unsere Untersuchungsgruppe ist überzeugt, dass diese Raumschiffe, welche durch die Amerikaner oder die Russen konstruiert wurden, dazu benutzt werden, um die Lügen einer außerirdischen Attacke vorzutäuschen. Die Medien erledigen selbstverständlich den Rest und erfinden die Gründe. Wenn einmal die Bedrohung durch die internationalen Terroristen abgeschafft ist, bekommen die machtvollen Kriege wieder einen Stellenwert. Allen voran die USA. Die braucht dann einen neuen Feind, um aufzublühen. Der Krieg auf der Erde ist dann durch einen Weltraumkrieg ersetzt, gegen einen Feind, der angeblich aus dem Weltraum kommt. Meine Herren, ich danke Ihnen. Eine komplette Datei wird Ihnen am Ausgang übergeben.
Zählt darauf, dass ich euch sehr bald wiedersehe. Für ein zweites Update. Für ein ganz anderes Thema. Danke.